Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 16 Online. Und ja, ihr seht es, der EA Cup, das Achtelfinale, es hat eröffnet. Wir spielen eine Woche, beziehungsweise fünf Tage vor Beginn der Europameisterschaft. Vier Tage, fünf Tage, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, spielen wir einfach diesen EA Cup. Wenn alles gut läuft, natürlich. Wir versuchen heute durchzustarten im Achtelfinale. Dann das Viertelfinale, Halbfinale und das Finale, das würde perfekt hinkommen. Voraussetzung, wir gewinnen alle vier Spiele. Der EA Cup ist, wenn man zwischen Liga 8 und 7 ist, oder 6, irgendwie so in dem Bereich, ist man im EA Cup, davor am EA Shield, da sind also die leichteren Gegner, hier dann doch eher so die auf dem Niveau, in dem wir uns aktuell befinden. Und ich habe mir gedacht, fürs erste Spiel nehmen wir einfach mal den, ein sehr, sehr gutes Team aus Manchester. Wir nehmen Manchester City mit Aguero, De Bruyne, Silva, Touré, Navas, Sterling, Clichy, Company, Otamendi, Sanya und Joe Hart. Hab ein bisschen... ich habe falsche Taste gedrückt. So, jetzt hier. Ich habe ein bisschen umgestellt, habe Company reingebracht statt Mangala, habe über Silva, den ich nicht mehr über links gebracht, wie er normal steht, sondern ins zentrale Mittelfeld für Fernandinho. Der natürlich auf der Bank, aber habe Sterling über links gebracht, damit wir ein bisschen Geschwindigkeit haben mit Navas und Sterling. Glaube ich, ist das ganz in Ordnung. Und wir schauen einfach mal, was das wird, wie gut wir uns schlagen. Vielleicht fliegen wir auch jetzt schon in der ersten Runde raus. Ich weiß es ja nicht. Wir lassen uns überraschen. Und ich bin ganz guter Dinge eigentlich. Liefer bisher nicht so schlecht. Gerade so. Was die Liga anging, die wir bisher gespielt haben, eigentlich sehr, sehr gut. Außer ein, zwei Ausrutscher haben wir eigentlich alles gewonnen. Mal sehen, wie es heute mit Man City wird. Keine schlechte Mannschaft, definitiv nicht. Aber man weiß ja nie. Wir spielen auf jeden Fall gegen den FC Bayern. Das ist doch mal schön. Das habe ich mir ein bisschen gewünscht, dass wir endlich mal gegen die Bayern spielen. Und heute ist es soweit. Und unser Kollege hier versucht erstmal ruhig zu spielen. Spielaufbau mit Ribery, mit Costa. Er spielt mit Ribery und Costa. Zentral gesehen. Und wir wissen ja, wie stark die Bayern sind. Mit ihrer Aufstellung. Die war nicht schlecht. So, erste Balleroberung. Und dann geht's ganz schnell nach vorne. Martinez, passt auf. Boah. Müller. Und wir köpfen zurück. Mit Company zu Joe Hart. So, Kevin De Bruyne, der ehemalige Wolfsburger. Einmal mal einen Ball nach oben. Den kriegt natürlich der schnelle Aguero. Aguero. Müsste den Eckball geben, genauso ist es. Sehr schön. De Bruyne. Mit dem Ball nach außen. Aber Alaba, passt auf. Dafür kommt jetzt Clichy. Jesus Navas. Mit der Flanke, die kommt. Super! Pfosten und dann De Bruyne. Kevin, De Bruyne! Abgeblockt. Nächster Eckball. David Silva. Jetzt mal in den Strafraum. Neuer ist da. Ach, der war schlecht. Der war schlecht. Ribery, vorsichtig. Konnte über Franck Ribery. Pass auf. Lewandowski kommt nicht an. Wir haben den Ball. Alles gut. Silva. Der macht mir gerade zu viel Druck. Uiuiuiui, nein, Freunde. Oh. Das darf nicht passieren. Böser Schnitzer darf so nicht passieren. Robin. Wir sind da mit Otamendi stark aufgepasst. Vom, ich glaube, Argentinier. Jetzt der steile Pass. Sehr, sehr gut. Alaba ist da. Jetzt mal. Jetzt vielleicht. Nein, wieder die Bayern mit ihren großen Männern mit Martinez und Boateng da hinten da. Das ist unser Freund. Clichy, ganz ruhig. Super Pass. De Bruyne. Aguero wird zu Fall gebracht, gibt den Freistoß. Hat er nicht den Ball getroffen. Der Martinez. Gelbe Karte. In der 18. Minute und jetzt der Freistoß für uns. Wir hatten die meiste Kraft, das ist tatsächlich Sergio Kun Aguero.
Aber mit der Präzision hat das leider nicht so. Ach, schade. Wir sind ja jetzt in den Tagen vor dem Start der Europameisterschaft, bevor Deutschland den nächsten Titel holen möchte nach dem WM-Titel 2014. Soll es jetzt der EM-Titel 2016 sein? Das war ganz schlecht. Costa, Ribéry, Franck, Ribéry, super abgeblockt. De Bruyne. Oh, Alonso, vor Jesus Navas, das Spanien-Duell. Costa. Douglas Costa. Läuft das Sanja weg? Stark aufgepasst. Einer für uns. Sanja schickt De Bruyne. Und jetzt schicken wir Kun Agüero. Sergio Kun Agüero. Was war das denn? Oh, verdammt. Also der richtige Ball da in die Mitte, der läuft, der fehlt noch. Das läuft noch nicht so ganz rund. Robin gegen De Bruyne. Robin fair. Sagt der Schiedsrichter. Gut, war auch nur ein kleines Tackling, alles gut. Costa, das geht so einfach gerade, aber Kompany, der räumt auf. So kennt man den. Touré. Ach, nicht in die Spitze. Nicht so stark in die Spitze. Robin mit dem Chip auf Müller. Lewandowski mit der Hacke, das macht er gut. Robin, Kompany, passt auf. Abseits. Abseits von Agüero. Also wir machen es nicht schlecht, aber es fehlt halt so der letzte entscheidende Pass. Super, dankeschön für den Ball. Touré. Oh. Komm, hol ihn dir. Ribéry ist immer ein Ticken schneller. Costa. Costa Quanta. Lewandowski, Pass komm ich an. Sanja. Touré, alles ganz sicher. Jetzt mal. Über De Bruyne, Silva kommt nicht ran und dann stehen sie wieder im Weg und kriegen den abgeblockt. Oh, jetzt wird's gefährlich, aber Otamendi ist da. Joe Hart und Klischee. De Bruyne. Oh, den kriegt Agüero. Kun Agüero. Haha, festgelaufen. Aber wir haben den noch. Alles gut. Abgeblockt. Jetzt Yaya Touré. Außerdrehung. Kein schlechter Schuss. Lewandowski, der sich da mit voller Kraft reinsetzt. Ah. Müller. Mit der Grätsche behält er den Ball, aber dann dieser Pass. Zu ungefährlich. Also Freunde, es kann jetzt auch tatsächlich in die Verlängerung gehen, ne? Jetzt ist nicht nach unentschieden Schluss. Jetzt kann es auch Verlängerung geben. Alles ist hier möglich. Agüero. Kun Agüero. Wieder Philipp Lahm da. Wieder keine Gefahr fürs Bayern-Tor. Ribéry. Sanja, gut aufgepasst. Vielleicht gibt es ja nochmal eine Chance. Yaya Touré. Touré, Alonso ist da und macht das stark. Ist der Ball nochmal nach unten? Den kriegt Costa nicht mehr. Einwurf für uns, alles gut. Ach, komm schon. Und dann ist Halbzeit. Wir gehen mit einem 0:0 gegen den FC Bayern in die Pause. Sind die bessere Mannschaft, aber auch nicht so überragend besser. Deshalb würde ich sagen, gehen wir einfach mal auf hohen Druck. Und setzen hier ein bisschen was nach vorne. De Bruyne. Touré. Ui. De Bruyne. Und dann Agüero. Ach, es fehlt tatsächlich irgendwo noch so an der Präzision. Sowohl bei Schüssen als auch bei Pässen. Besonders bei den Pässen. Lewandowski schickt den Müller, aber gar kein Problem. Sanja, Touré, Silva, De Bruyne, jetzt mal gut gespielt, jetzt haben wir mal Platz. Silva, Neuer natürlich. Das war ja so fast schon zu erwarten. Ecke,
David Silva, gute Flanke, Otamendi. Ah, oh, Ribery. Unwiderstehlich. Aber na, was ist da? Sehr stark. Sterling. Und die nächste Chance. Aguero. Wieder zu ungefährlich. Jetzt Robert Lewandowski. Costa. Stark von Kompany. Das war ein Foul gewesen. Ach, bitte. Ganz klar einen Ball getroffen. Super, Dankeschön. Aguero. Touré. De Bruyne. Alaba schraubt sich da nach oben. Ribéry. Alonso. Lewandowski. Jetzt kommen die Bayern mal. Über die starke Seite mit Costa. Douglas Costa mit der Flanke. Hart ist da. Gar kein Problem. So, Raheem Sterling. Starker Pass, gut gesehen. Silva. De Bruyne. Jesus Navas abgefälscht von Boateng. Wieder kein Problem. Das ist noch zu wenig. Navas kriegt den rum. Sehr gut. Silva. Touré mit dem Chip nach oben. Den kriegen wir nicht mehr. Schade. Aguero. Verpasst er knapp. Also wir sind, was die Offensivsachen angehen, jetzt deutlich aktiver. Aber es fehlt halt immer noch die letzte Präzision. Sterling. Touré. De Bruyne. Oh. Freunde. Müller. Clichy. Alles gut. Alles gut, dachte ich. Und dann kommt Ribéry. Navas stark. De Bruyne. Silva. Reschickt Raheem Sterling. Oh. Oh, nächste Chance, Neuer wieder. De Bruyne. De Bruyne! Yes! Was? Wen spiele ich da unten? Wer bin ich? Ich bin Yaya Touré. Warum auch immer. Es war aber eindeutig ein Tor von Kevin De Bruyne. Eigentor Martinez wird gewertet. Okay, ich habe keine Ahnung wieso, aber es wird so gewertet. Sehr gut. Auf jeden Fall führen wir. Das ist das Wichtige. Egal wie, egal durch wen, wir führen. Ach, der war ungefährlich. Der war zu unpräzise. Jetzt muss er natürlich kommen. Oh, Foul an Lewandowski. Klare Sache. Muss gelb geben für Otamendi. Nicolas Otamendi. Der, ich glaube, Argentinier. So, jetzt kommt der weite Ball. Ne, kurz auf. Oh, das war Glück für ihn, dass er den behält. Kompany ist da. Sterling ist da. Passt auf, stark. De Bruyne. Navas. Jetzt auf Sergio Aguero. Aguero, super Flanke. Martinez ist da. Lewandowski, Costa. Vorsicht von Douglas Costa, stark. Sind irgendwie immer da, Sterling. Super aufgepasst. De Bruyne, Navas. Touré, Navas. De Bruyne. Ah, er passt. Ah, das war schlecht. Er passt in der Defensive immer irgendwie auf. Aber wir auch. De Bruyne. Navas. De Bruyne. Navas verpasst. Und dann geht's wieder in die andere Richtung. Lewandowski schickt unten Thomas Müller. Clichy ist da. Und Müller blockt ab. Gibt den Einwurf für uns. Sehr gut. Silva. Der macht einen guten Job eigentlich. Aber hier jetzt der Ballverlust. Der unnötige. Kompany, der mir sehr, sehr gut gefällt. Und dann Touré. Ja, ja. Touré. Starker Pass mit dem Außenriss. Super durch die Lücke. Kun. Aguero. Ach, Alaba. Macht das gut. Macht das stark. Ballbesitz Bayern. Ribéry. 8 Minuten noch zu spielen knapp. Alonso. Alles gut. Irgendwie behalten wir den Ball. Und jetzt wird mal Sterling geschickt. Der ist schnell, aber kann auch nicht mehr. Sterling mit der Flanke nach ganz hinten. Die Bayern sind wieder da und super von Navas. Klasse gemacht. De Bruyne setzt den knapp vorbei, aber es gibt den Freistoß.
Es gibt den Freistoß für Yaya Touré. Oh, Alonso mit der Glatze. Der nicht vorhandenen. Sterling. Super gesehen. Agüero. Ah, es fehlt immer so die letzte Präzision, ne? Die letzte Präzision fehlt heute. Na was? Jetzt vorsichtig, aber Kompany ist wieder da. Ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht wohin, Freunde. Ich weiß einfach nicht wohin. Der Pass war zu stark. Der war einfach zu stark. Oh, Kompany. Sehr gut. Das war wichtig. Joe Hart. Und Kompany. Klischee. Silva. Agüero. Ha. War sowieso Abseits. Okay. Habe ich mir fast schon gedacht, aber wenn er nicht pfeift, dann denkt man natürlich immer, es ist kein Abseits. Oh, wichtig von Navas. Wichtig, wichtig, wichtig. Das war unwichtig. Und unnötig. Klischee. Dazwischen Ribéry. Und wieder Klischee. Jetzt schwimmen wir. Jetzt ist Neuer auch mit vorne. Vorsichtig. Jetzt nicht einen reinkriegen. Gibt noch eine Ecke. Wir sind in der Nachspielzeit. 3 Minuten Nachspielzeit. Vorsichtig vor Manuel Neuer. Und dann Silva auf der Linie. Und nach Schuss. Und dann passiert es tatsächlich. In der Nachspielzeit. Thomas Müller. Unfassbar. In der Nachspielzeit der zweiten Hälfte. Einmal können wir auf der Linie klären, beim zweiten Mal dann leider ist es verbracht. Thomas Müller. Hier können wir noch retten. Dann nimmt Müller den einfach an, knallt den rein und er steht 1:1. Unfassbar. Und dann ist er Ende. Uiuiuiui, wir gehen in die Verlängerung. Wir gehen in die Verlängerung und ich würde gerne wechseln. Nehmen Silva raus. Dafür kommt Nasri. Fernandinho für Sterling. Nehmen De Bruyne auch nochmal raus. Bring ihr Nacho. Der kommt auch da. Nasri offensiv. Wir müssen ja was machen. Die sind alle nicht mehr ganz so fit. Ah, Verlängerung. Ah. Wir waren schon durch und dann sowas wieder. Es ist so typisch Pokalwettbewerb. Du denkst, du bist durch und dann zack, in der Nachspielzeit. Komm, so hauen die einen rein. Er versucht jetzt hier auch irgendwas durchzuwechseln oder ich weiß nicht, was er vorhat. Mal gucken, was er so bringt. Ich denke, man wird auch wechseln, wird ein bisschen umstellen vielleicht, offensiver. Weil mit 2 Spitzen, ich habe keine Ahnung. Okay, Götze rein und Vidal rein für Ribéry und Alonso. Also er nimmt da auch Doppelwechsel vor. Wahrscheinlich lässt er sich noch eine Option für später. Da gab es ein Gerangel und mein Spieler fällt und er kriegt Freistoß. Also bitte. Wer von euch es gesehen hat, bitte nochmal zurückspulen und nach oben gucken, was da passiert ist, genau. Costa. Robin, Hackentrick, das war kein Abseits. Oho. Oh, der war schön. Jetzt na was. Auf Boateng, komm nicht an. Iheanacho. Der hat uns ja eigentlich mit Bremen dann irgendwann in der zweiten Saison auch mal gute Dienste erleistet. Vielleicht kann er heute ja auch mal ein wichtiger Aspekt werden, um die nächste Runde zu erreichen. Das wäre schön. Boateng. Alaba. Alaba. Vorsichtig, Costa. Nochmal mit der Flanke, das ist sehr gefährlich. Nasri. Touré. Wichtig, ganz wichtig. Starker Ball. Kriegen wir den rum? Nein. Oh, Fernandinho. Neuer war leider ein Stückchen zu früh da. Er steht mir jetzt hier überall. Fernandinho. Oh, Agüero. Was war das denn? Das war zauberhaft gemacht. Zauberhaft gemacht. Und dann werden wir umgerissen. Das muss Elfmeter geben, Freunde. Also bitte. Ach, unnötig.
Sehr gut. Nasri. Ungefährlicher Schuss. Kein Problem, alles gut. Bleibt beim 1:1. Super, wie wir da sind, Nasri. Ah, jetzt. Hallo! Was ist mit dem Schiedsrichter falsch? Der pfeift ja gar nichts für uns. Da werden wir von hinten umgelegt. Und er pfeift nichts. Pfeift er nichts. Arschloch-Schiri. Muss ich mal so sagen. Touré, schlechte Annahme von Nasri. Bereue ich schon fast wieder, dass ich den reingenommen habe. Sami Nasri, worauf wartest du, Kumpel? Jetzt vielleicht, jetzt vielleicht. Super, Kielecci, Iheanacho, Pfosten. Kielecci, Iheanacho hätte zum Helden werden können. Was? Jetzt läuft er ab. Oh. Ich werde nicht mehr. Oh, Iheanacho, Iheanacho an den Pfosten. Na gut, das kennen wir fast gar nicht anders von dem. Touré kriegt die Mitte noch rüber. Danke und dann so ein Pass. Super, aufgepasst. Fernandinho. Touré! Touré! Neuer! Oh, der Touré. Das ist ein starker, das ist ein guter. Nasri. Iheanacho. Ach Quatsch, Iheanacho, das ist schon Fernandinho. Stark gemacht. Nasri. Mit der Flanke, die kommt gut. Die kommt gut und Neuer macht da irgendwas. Wir waren zuletzt dran mit Otamendi. Starker Einsatz von Kompany. Jetzt geh doch hin, Nasri. Der wartet und zögert und macht da nichts. Kompany. Fernandinho. Nasri. Ah, und dann wieder so ein Pass. Ich werde nicht mehr. Ich sehe das schon kommen, dass wir hier in der Nachspielzeit einen reinkriegen. Götze. Götze startet durch. Mario Götze. Mario Götze. Abgeblockt. Ecke für die Bayern. Vorsichtig. Dann kommt er wieder zu unserem Gegner. Das kann nicht wahr sein. Super von Iheanacho. Steckt den nach vorne auf Agüero. Jetzt die Kontermöglichkeit. Aber Agüero ist tot. Der kann nicht mehr. Die kommt super, dachte ich. Ah, verdammt. Das war unnötig. Costa. Er kommt nochmal mit Costa. Und der kann noch. Der Costa. Super von Otamendi. Super aufgepasst. Touré, super Ball nochmal. Auf Navas und dann so ein Ball. Dann so ein Ball. Jetzt nochmal nach oben, nach ganz oben. Das ist nochmal Touré Vidal. Der kann noch laufen. Im Gegensatz zu vielen anderen Spielern hier. Hart ist da. Gut, wichtig. Und es gibt die Verlängerung wahrscheinlich. Ja, es gibt Verlängerung, Freunde. Nicht Verlängerung, es gibt Elfmeterschießen natürlich. Der erste Schütze ist Kielecci, Iheanacho, der frisch reingekommene Mann. Iheanacho gegen Neuer. Wir treffen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Götze gegen Joe Hart. Oh, die richtige Ecke gehabt. Aber nicht getroffen. Schade. Nasri. Samir Nasri und er hat's. Er hat den Ball. Nicht gut. In die Mitte, du kleiner Penner. Fernandinho. Fernandinho. Und er hat ihn wieder. Ich werde nicht mehr. Unfassbar. Und Lewandowski trifft auch. Und das war's dann wahrscheinlich schon. Uiuiuiui. Nochmal Agüero. Agüero. Und es laggt, aber wir treffen. Uiuiui, ui, ui. Diese Lags gerade. So, jetzt Müller. Und er hat's. Er hat's. Unfassbar.
1-0 geführt und am Ende verlieren wir im Elfmeterschießen mit 2-4. Ach, wie ärgerlich. Ärgert mich ein bisschen, muss ich sagen. Ärgert mich gerade ganz schön gewaltig sogar. Aber gut, wir versuchen es weiter. Versuchen dann in der nächsten Folge nochmal den Pokal und dann schauen wir mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Freunde. Haut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst einen Daumen nach oben da. Kommentar und ein Abo würde mich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao.